So, jetzt noch mal ein kleines Video für dich, für Heart and Soul. Wie wird das gespielt? Wir starten mal mit der linken Hand. Du weißt ja schon, es ist ein Four-Chord-Song mit C, A-Moll, F-G. Das sind die Akkorde. Und links spielen wir einfach die Grundtöne. Hier ist C1, hier ist C2 und hier ist das kleine C. Und hier starten wir links. Ganz einfach. C, A, G. Und es wiederholt sich die ganze Zeit. Die rechte Hand ist notiert auf den Noten mit C1. Aber du siehst, da steht ein Zeichen drüber, diese 8. Das ist Oktavierung. Ottava heißt das. Das bedeutet, wir spielen das C nicht hier, sondern hier. Eine Oktave höher. Und du siehst, dieses Zeichen läuft über die ersten drei Reihen. Okay, wir starten einfach mal. Nur mal die rechte Hand. Also, mit C geht's los. Notier dir über deine Noten für das C mal den zweiten Finger. 1, 2, 3, 4, 1. E in der zweiten Reihe. Das zweite E nimmst du mit dem dritten Finger, schreibst dir dann 3 drüber. Nochmal von vorne mit zweiten Finger C. 4, 1, E, 4, 1, dritte Reihe, passt genau. Jetzt kommt eine Achtelpause. Die Hand geht eins hoch auf A und wir laufen runter von A. Jetzt kommt ein C, du setzt über auf den dritten Finger, schreibt dir über das C eine 3 drüber. Und die Stelle mache ich nochmal. Achtelpause. 3. So, jetzt kommt die vierte Reihe. Die vierte Reihe ist normal notiert. Das heißt, das C, das du in der dritten Reihe siehst, das ist ja oktaviert. Da steht ein C1. Wir spielen ein C2. Und in der vierten Reihe steht ein C2. Das heißt, das ist der gleiche Ton. Wenn du runterspielst von A nochmal, ich spiele nochmal den 1, 2, 3, 4, 5, den sechsten Takt. Dritter Finger. Und dann kommt in der letzten Reihe C, und das nächste A mit dem dritten Finger. Dann bist du schon wieder vorne. Okay. Nochmal das Ganze, nur die rechte Hand. Mit linker. Dritter Finger C. Dritter Finger A. Könntest du unendlich weiterspielen? Viel Spaß!